Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles in der zweiten Staffel. Und die Dame, die hier fast gar nichts anhat, aber das dann dafür mit Beulen, das ist mal wieder der gute Karton, der mich heute begleiten wird. Juhu. Und er präsentiert hier gerade sein neuestes Emote von der Dirne. Und, bitte nicht, das ist ein Kampf-Emote. Das ist ein Kampf-Emote. Was ist das bitte für eine Art von Kampf? Bettkampf oder was? Nee, aber ich finde das sehr schick. Sag doch einfach mal, was das ist. Das ist das Flirt-Emote. Das war das letzte Emote von der Dirne, was mir noch gefehlt hat. Jetzt habe ich alle 8 zusammen. Cool. Und das findet man in der Stadt der Reliquienjäger. Und dein neues Outfit, das ist ja auch mal. Also, das ist das, Alter, was noch keinen deutschen Namen hat, so wie es aussieht. Das ist Hyperborean Slavers. Okay. Und für das braucht man einen legendären Rüstungsmacher. Sonst kann man es nicht bauen. Und auch wenn es im Baumenü nicht angezeigt wird, richtig, man kann es herstellen. Was okay. Man wissen muss. Ja, also, aber sieht schon ziemlich cool aus. Ich finde nur diese vielen Totenköpfe so ein bisschen irritierend, wofür auch immer die sind. Das ist sieht auch von hinten gut aus. Ey, bleib mal stehen. Die Zuschauer sollen ja auch mal den lustigen Hintern deiner Figur sehen können. Nee, das macht schon was her. Gleich erstmal auf den Hintern geklatscht. Nee, ist klar. Hier fast schwierig. Aha, ja, super. Ja, wir wollen heute mal wieder so ein bisschen Action machen und Karton meinte vorhin so von mir, ja, davon bei deiner Basis da ist irgendwie was Interessantes. Dann zeig mir doch mal das Interessante, was da bei meiner Basis ist. Oh, wir warten bis zum Morgen eigentlich. Echt jetzt? Ach, leider nicht, aber ich glaube, wir hören es auf jeden Fall auch. So, ich hoffe, dass es nicht nervös wird, wenn zwei langlaufen. Wir haben nämlich direkt hier oben ach, rechts. Das verbackte Viech. Das Nashorn. Jo. Ja, der ja. Steht aber schön hier oben und passt auf und macht nix. Darin habe ich schon irgendwie kiloweise Pfeile reingesenkt und ich habe es nicht durchgekriegt. Also ich bin froh, wenn es mich nicht sieht, ehrlich. Es ist das klassische, tu du mir nichts, ich tu dir auch nichts. Mhm. Bleib einfach da stehen und das Leben ist schön. Verjag alles anders. Mhm. Ich bin so perfekte Wachhund auf jeden Fall. Ach ja. Und ich muss tatsächlich dieses dünne Kostüm ausziehen. Nein, nicht ganz ausziehen, wechseln. Denn es ist wirklich von Norden gedacht und ich wechsle jetzt in das Aquilonische. Kühlt das denn ab? Das ist für die Wüste gedacht eigentlich. Okay. Ups, vor uns ein Elefant. Sogar mehrere. Sollen wir sie wegschießen? Jo, können wir machen. Wir können hier drauf gehen, einfach einen Bauch kitzeln, aber ich denke... Na? Ich erlege Elefanten nur noch im Nahkampf. Deswegen weiß ich gar nicht mal, wie viele Pfeile die brauchen. Viele offensichtlich. Oh, guck mal, da ist auch noch so ein dickes Rhino. Sehr schön. Wunderbar. Die Savanne lebt. Aha. Also irgendwie lebt die Savanne hier jetzt deutlich mehr als vorher. Das hallo Elefant. Auch schon schön mit den Hufen, das Nashorn. Irgendwie möchte der nicht sterben. Nee, der andere auch nicht. Also ich krieg die Anzeige, dass ich treffe, aber das fällt nicht um. Ich hab meinen erlegt. Okay, vielleicht brauche ich noch ein bisschen. Ich helfe mal aus. Welchen Bogen hast du? Das müsste eigentlich der Hykanische. Oh, und tot. Jupp, jetzt hat er sich aus dem Schlafen gelegt. Ich habe den makellosen Hykanischen, der macht eigentlich aber keinen so großen Unterschied. Nur das Nashorn direkt von der Nase. Das ist auch nicht schön. Ich würde sagen, drauf mit Pfeilen. Yep, das braucht 9 wir jetzt Stück. Erstmal. Ich hoffe, dass es ein graues ist. Ich sehe es nämlich nicht. Ich glaube, das ist ein schwarzes. Schande. Dann brauchen ein paar mehr. Ist, neun. Aha. Aber wie gut, dass ich eine Menge Pfeile mitgenommen habe. Wir können auch gleich zur Basis zurück in Neu. Oh. Mann. Alter, wie viele Pfeile frisst das Vieh? Ein schwarzes Nashorn frisst 56 Pfeile und 9 Speerhiebe. Okay. Das klingt alles mal getestet. Gesund. Boah. Das ist ein schwarzes. Mhm. Ja. Alter, es ist stockduster. Ich sehe jetzt eigentlich nur noch den Schatten auf dem Rücken so ein bisschen. Ich hoffe, es bewegt sich nicht, sonst treffe ich es nicht mehr. Das ist heute Glorias Podcast. Ja, aber echt. mitten in der Nacht jagen gehen ist jetzt irgendwie eine Scheißidee. Also das Dunkle, was in dem Dunklen zuckt, das ist ein schwarzes Nashorn.
Ja, dieser blaue Fleck, der hier zuckt, das ist das Nashorn. Na, iu! Haben wir es? Ist tot? Nee, es zuckt doch, immer noch. Nachher nehmen wir uns den Panzer im Tunnel vor. Oh, nee, oder? Immer noch nicht. Alter! Jetzt stirbt doch endlich ein blödes Viech. Aber nachdem wir jetzt hier gerade so unglaublich viele spannende Dinge machen, möchte ich euch doch mal einen Tipp geben. Wenn ihr mehr Survival von mir sehen wollt, im Augenblick spiele ich ein Science-Fiction-Survival-Spiel namens Osiris New Dawn. Das ist auch recht witzig. Ist nicht ganz so volle Welt wie jetzt hier bei Conan Exiles, aber rein optisch ist es schon ziemlich genial. Ah, tot. Jetzt ist es endlich tot. Ja, endlich. Auf jeden Fall hat es Zeit für eine Werbung gelassen und ich habe jetzt 71 Pfeile verschossen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich verschossen habe, aber es waren viele, richtig. Oh Mann. Heide Witzka. Gucken wir doch mal. Ich sehe es. Bist du gerade runtergesprungen? Ja, ich hole mir gerade die Haut. Mach das. Und sehr viel exotisches Fleisch und so. Oh Gott. Ich glaube, ich hole echt die Fackel raus. Man sieht ja wirklich nichts. Das war auch schon mal heller. Kostüm. Aha. So kann ich mich nicht präsentieren. Ach, jetzt stell dich hier allen wieder an, Mensch. Zwei tote Elefanten. Schon übrigens gemerkt, dass die Fackeln anders leuchten. Ja, irgendwie scheint unten das. Unten am Stiel ist es blau, also eine heiße Flamme. Und nach oben hin wird es nämlich dann rötlich. Also ist realistisch schon Temperatur. Ja? Ich habe auch das Gefühl, dass das Licht ein bisschen anders fällt als bisher. Ja. Also da haben sie definitiv überarbeitet, wie es aussieht. Finde ich aber auch gut. Ja, warum hat es auch diesen Minecraft-Look nicht mehr wenigstens? Es sieht es nach Fackel 2017 aus. Oh, ich höre einen Elefanten. What the fuck? Ah, ja, lauf! Lauf! Vorsicht, rechts! Nee, links von dir, Nashorn und rechts auch. Scheiße! Ach, durch hier! Oh, die Wüste lebt! Vorsicht, Touristen! Aha. Hilfe! Ich würde mal sagen, kletter durch Felsen hoch. Ich laufe einfach. Ich laufe jetzt so schnell, wie ich kann. Da oben ist nämlich höchstens ein Steinhase. Oh, fuck. Echt, ey. Ist das die Möglichkeit? Ein Steinhasen. Okay. Ach du Schande! Ah! So, jetzt mal hier kurz hoch. Ich meine, ich würde wenigstens ganz sehen, woran ich stehe. Oh, fuck! Oh, puh! Geschafft! Oh, jetzt steht es hier unten und versucht mich irgendwie anzuschanzen, das Vieh. Oh Gott! Ah, es tobt sich jetzt hier gerade so ein bisschen an den Steinen aus. Puh. Mich hat wieder mein König an der Backe. Also ich versuche den Springen zu entkommen. Oh, ist es denn wahr? Geh doch einfach weg, du kriegst mich eh nicht. Also nachts zu kämpfen ist schon irgendwie blöd. Ja, das ist genauso dämlich wie im Nebel zu kämpfen. Die Lichter der Großstadt. Oh Mann, oh Mann. Heftig. Ich meine, das sieht zwar gerade herrlich genial aus. Die Augen des Steinnasenkönigs leuchten in Dunkelheit, als ob mich ein Dämon von oben anstarrt. Okay. Wie viele Pfeile brauchst du jetzt? Also ich glaube, das Erste, was ich an... Jupp, der ist es auch hinüber. Also, liebes Tagebuch, heute habe ich viele Pfeile gebraucht. So. Ich mache jetzt erstmal dieses blöde Nashorn platt. Fackel. Oh, viel Spaß dabei. Ist es denn wahr? Jetzt kommen die Steinnasenkinder auch noch. Habt ihr sie nicht alle? Aber ich glaube, das ist zumindest mal kein schwarzes. Sieht zumindest also eher bläulich aus als schwarz. Lasst alle fliehen zu mir kommen. Ja, es war nur ein graues, Gott sei Dank. Oh. Okay, ich habe auch die Hälfte meiner Punkte verloren. Puh. So, ich denke, ich habe so halbwegs den Weg, wo ich langlaufen muss. Ich bin hier, wo bist du? Ich stehe hier irgendwo auf einem Felsen und versuche. Das klingt doch sehr ortsbezogen. Ja, so, aber mach mal. Oh, fuck, warte, ich werde gerade wieder verfolgt. Das muss ein Steinhasen sein. Ja, ich laufe jetzt gerade durch die Secret Passage, wo du die Fackel hingemacht hast, da bin ich. Gut, dann weiß ich, wo ich lang muss. Ich hoffe mal, dass das Viech mich jetzt nicht kriegt. Das kommt auf jeden Fall durch. Und ich glaube, mich verfolgt es auch gerade. Boah, alter Schwede. So ein ätzendes Kackvieh. Ich suche mir jetzt erstmal einen Stein zum Hochklettern. Ich bin gerade über ein Monster gestolpert. Wobei die Augen von den Viechern ja in der Dunkelheit echt fies das ist aussehen. Echt heftig. So. Ich meine, zwar genial, aber muss ja jetzt nicht sein. So, ich bin durch die Passage auch durch. Es geht nichts um Nachtwanderung. Mhm.
Ah, ich sehe dich. Ich weiß auch, warum ich die Fackeln hier aufgestellt habe vor Ewigkeiten. Die sind echt nützlich. So, ich stehe jetzt bei der Fackel. Bei der rechten Fackel? Ah ja, ich bin hier rechts. Ah, okay. Hallo. Schön, dich zu sehen. Oh Mann, die Hälfte der Folge ist jetzt, wir laufen vor Viechern weg. Schlimm. Und hier war mal, ich glaube nicht, dass ich ein anderes Nas... Oh ne, das ist rechts, links auch noch ein Nas, aber ich soll immer sagen, laufen, laufen, laufen. Wenn hier was hinter kommt, dir läuft gerade schon Stein. Was. Ja, das ist, glaube ich, ein Stein. Nase, hoffe ich jetzt mal. Jetzt ist ein Rocknose und ein Panther. Ach so, okay. Dich. Das ist okay. Komm, die putzige Viecher. Es sind zwei Steinnasen. Aha. Und... Okay. Okay. Thema hat sich erledigt. Aber die auf Fackeln die sind echt Gold wert. Oh, hier ist das nächste. Ich weiß. Man sieht die Augen, ey. Das ist so fies. Ja, aber wirklich echt... Man muss so hier schon Tanzkarten vergeben, damit die alle durchkommen. Oh. So, also wir gehen nochmal zurück Turm zum sehen. Sklavenschiff. Ich weiß, Entschuldige, ich weiß, warum ich den Turm habe bauen wollen, damit mich was sieht in der Dunkelheit. Ja. Ach, das ist definitiv hilfreich. Also wir sind jetzt hier extra nochmal in Richtung des Sklavenschiffs gegangen. Ich hatte ja in der letzten Folge angefangen, hier so ein bisschen aufzuräumen. Aber zu zweit geht das deutlich schneller und es ist deutlich stressfreier. Vor allem, wenn man dann irgendwo mal einen Sklaven fängt. Vor allem, wenn man es überlebt, dahin zu kommen. Ach, ich habe schon wieder vergessen, meine Pömpfe mitzunehmen. Ah, fuck. Ist das die Möglichkeit? Liegt hier vielleicht irgendwo noch eine Pömpfe irgendwo rum? Verdammt. Was ist eine Pömpfe? Na, das der Ach Knüppel. So. Der Knüppel, mit dem man den Sklaven platt haut. Ich hab die Stahlkeule dabei und die Kettenfesseln. Okay. Die Stahlkeule hat echt auch den Vorteil, dass man auch härtere Sklaven oder NPCs einfach leicht umhauen kann. Wo gibt's denn die also Dinger die hält noch mal? Nicht länger? Beim... Achso, aha! Das ist noch gar nicht gebaut hier. In der Werkbank des Folterers. Wusste ich doch, dass es in der Foltererbank ist. Okay, die müssen wir vielleicht hier erstmal aufstellen, hä? Richtig, das merke ich nämlich gerade. Haben wir hier überhaupt noch irgendwo Platz für? Das sieht recht voll aus. Draußen. Ich glaube, du musst mal draußen hinstellen. Aha. Ich brauche noch. Ist es jetzt weiß? Fehlen mir tatsächlich Zwirn. Echt und zwar jetzt? Ein Zwirn. Das ist nicht wahr. Okay, ich hol mal eben, warte. Ich brauche nur zwei Pflanzenfasern. Darf nicht wahr sein? Ja, kein Thema. Ich hol das mal eben. Hier drüben ist ja noch Zeug. Und alles haben wir hier: Raumschiffe, Sternentore. Aber keine. Was? Zwirn. Raumschiffe? Glaub mir, du kriegst in diesem Spiel eher Raumschiff als genügend Zwirn. Ach komm, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Schon. Dafür hat man doch die Sicheln. Das ist wahr, die tun auch ihren guten Dienst. Und ich habe immer noch die Sichel vom Anfang bisher nicht reparieren müssen. Okay. Also die halten wirklich Ewigkeiten. Das ist sehr angenehm. What the fuck? Alter, jetzt geh doch einfach da ist ein Nashorn, weg. Wenn du wirklich auf der anderen Seite bist. Nee, ich hab hier so ein blödes Rocknose. Das wollte gerade mit mir ein bisschen spielen. Hat sich dann auch durchs Gebüsch angeschlichen. Das ist hier echt so voll, als ob der örtliche Zoo Auslauf hätte. Ich frag mich echt, warum das schon wieder so viele Viecher sind. Das war vorher mal nicht ganz so schlimm. Ich glaube, die haben die alle auf den Spaß. Das haben wir freigelassen. Oh, wer ist denn da oben und schießt? Jetzt sag nicht, wir haben einen dritten im Bunde. Ei, Samur, hey. Samur ist auf dem Sklavenbad und behagt die Viecher mit Pfeilen. Oh, ja, wir haben im Lagerfeuer Pflanzenfasern. Hüstel. Du, ich hab hier extra Zwirn gemacht. Warte mal, ich leg das hier mal rein. Jetzt ist schon zu spät, jetzt mache ich auch nicht mehr. Will. Aber ich koche jetzt hier nebenher mal ein bisschen schauen. Essen. Also, da haben wir sie. Jetzt nochmal Platz finden dafür. Ich denke, wenn wir die einfach außen hinstellen, passt ja auch eigentlich zum Sklavenrad letzten Endes. Ja. Im Zweifel lehnt sie halt irgendwie so an die Hauswand oder so. Jo. Warte mal eben, stimmt. Direkt vor den Treppenaufgang. Das müsste nämlich schön hinpassen. Jo, tut's. So. Voilà. Okay, dann schauen wir doch mal, was da alles braucht. Warte mal kurz, wenn wir jetzt noch einen Rüstungsmacher haben, einen guten, dann können wir, also übrig haben wir. Dann tue ich mal Dichte da rein. Dicht durch raus, Dicht durch rein.
Das ist eine Schichtarbeit hier. Und den Rüstungsmacher habe ich... Ach nein, blödsinnig, Rüstungsmacher. Falsche Werkbank. Wir brauchen einen Sklavenmeister und wir haben noch einen übrig. Jubidi. Das ist doch super. Zuchtmeister. Ich guck mal eben... Oh nee, der ist noch nicht fertig. Mischt. Nein. Ist der noch nicht fertig? Das ist Kiste. Und eine Kiste ist keine mehr. Ah, wir hatten immer welche übrig. Ja, und irgendwie ist die Kiste jetzt total leer, also... Also man kann auf jeden Fall auch so Material bauen, das ist kein Thema, aber diese hochwertige Kette, die bekommst du doch nur, wenn du einen Zucht... Ach, das mache ich jetzt kurz, ich nehme einfach so einen Sklaven da raus. Zuchtmeister 3 nimmst. So, kannst du nämlich deine Eisenkette bauen, Momentchen. Oh ja, Moment. Ich bastel hier mal eben den ganzen Kram zusammen, was braucht man noch? Stöckchen und, okay, Pflanzenfaser brauchen wir auch noch. So, ich habe jetzt... Nee, dir reicht doch 3 Stahlbahnen, wenn du hast. Dann kannst du mich das Eisen... Die Eisenkette bauen. Die auch dunkel hinterlegt ist, man kann sie trotzdem bauen. Ja, aber Stahl habe ich jetzt gerade nicht. Jetzt brauchen wir noch Stöckchen. Den habe ich, den kann ich dir geben. Dann kannst du einfach kurz was bauen. Ja, Moment. Ich brauche erstmal noch Stöckchen. Stöckchen, FTW. Hol Stöckchen. Ja, irgendwie kommt man sich hier so ein bisschen blöd vor, immer diese einzelnen Stöckchen aufzulesen. Das Leben eines Helden, Stöckchen auch. Aha. Wir sind halt arme Barbaren, wir müssen die Stöckchen sammeln und so. Aber ehrlich. So. Also, dann tue ich auch gleich das Material sein. Oh ja, wenn du jetzt noch 5 Stöckchen hast, dann kannst du auch gleich die Stahlkeule bauen. Ich bring gerade schon welche. Gut. Wunderbar. Reservieren kannst du bei dir zu Hause, die halten auch eine Weile. Von gerade dieses Eisenseil hat wirklich eine Haltbarkeit, das ist herrlich. So, oh, da ist ja schon ein Eisenseil. Finde ich gut, nehme ich gleich mal. Das habe ich gebaut und du kannst die Stahlkeule auch gleich bauen. Und das Stöckchen gefehlt. Ja. Yep. So. Und du kannst wirklich, hast du die normale, das normale Seil dabei? Ja, das habe ich hier irgendwo rumliegen. So. Dann kannst du wirklich mal vergleichen die Haltbarkeit zwischen dem alten Seil und der Stahlkette. Das ist unglaublich. Oder Eisenkette. Das ist unglaublich. 300 und das Ding hier. What? Ja, okay. Du kannst damit einen Sklaven einmal quer durch hyborische Zeitalter schleppen. 3600 Haltbarkeit ist schon so ein Unterschied. Es hält eine Weile. Jo. Okay, dann lass uns doch hier mal so ein bisschen... Ach, wenn wir gerade bei Haltbarkeit sind, warte kurz, ich kann mich an so einem Licht präsentieren. Jetzt hoffe ich mal, dass mir damit nicht zu warm wird bei dem Licht hier. Ah, du wolltest mir deine schicke neue Rüstung zeigen. So, oh, sehr fällig. Das ist... Die Sternmetallrüstung. Okay. Samt Sternmetall, Schwert und Schild. Wow. Okay. Cool. Sieht und natürlich mit aus. Königskrone. Und mit einem interessanten Ausschnitt irgendwie. Das ist einfach der typische Dirndl-Ausschnitt. Aber echt. So, aber jetzt lass uns mal eine Runde. Ja. Wir haben hier Action versprochen und ich bin die ganze Zeit am Weglaufen vor irgendwelchen hässlichen Viechern. Oder basteln. Aha, oder basteln. Schon schlimm, sowas. Ich trage die Rüstung halt auch nur, um anzugeben, weil ganz klar, Sternmetall, ich habe eine kleine Reserve. Aber oh, da ranzukommen, das ist eine Aufgabe für länger. Sich. Oh, Alter, du bist so ein Poser manchmal. Hast du es denn gewohnt, jemand gesehen? Hindu, ist ein Poser. Heil, Witzka. Hast du jemand Spezielles noch abgesehen? Oder einfach mal durchschauen? Ja, einfach mal kurz so ein bisschen durchräumen und so. Gut. Also ich habe jetzt hier nichts Besonderes gesucht, aber wenn wir irgendwas Nettes finden... Ich bräuchte zum Beispiel noch einen Schreiner. Schreiner wäre geil. Oh, gut. Doch, mit dem Waffen metzelt sich's ganz angenehm. Ja, vor allem, du bist hier echt so voll der Schlechter. Der Schlechter vom Sklavenschiff. Wenn du aufräumen willst, können wir uns vielleicht nochmal einen anderen Spaß machen, aber es machen wir eventuell ein zweites Mal durchschauen. Du möchtest ich hätte das, mal gemacht, ja. Nashorn hier reinjagen auf das Schiff. Und dann mal gucken, was aber passiert. Richtig. Warte mal kurz, haben wir noch genügend an Bord? Ja, doch, hier sind noch genügend übrig, die wir da hetzen können. Samu, bleib mal schön unten, ich versuche was, ich brauche ein Nashorn. Oh, das wird jetzt lustig. Das wird vor allem eine gute Frage des Wegrennens. Ganz einfach.
Oh, ich bin gespannt. So, hier war doch eins. Oh ja. Bleibt immer unten, an warte der Wand mal. stehen. Wir haben jetzt das Ende der Folge eigentlich schon wieder erreicht. Oh, okay. Ich würde mal sagen, das Nashorn jagen wir dann in der nächsten Folge da rein. Ich bin gespannt, wie das klappt. Ihr seht schon, wir haben was Lustiges vor. Also guckt das nächste Mal auch wieder mit rein. Ich hoffe zumindest, dass das dann klappt und dass wir hier was zum Lachen haben, wenn das Viech hier durchmarodiert. Mal gucken. Also ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bis denn und tschö. Tschüss.